Villa Melone trägt den Namen von der mächtigen Handelsfamilie, die im 19. Jahrhundert hier lebte. Die Villa liegt in der ehemaligen Stadt Rudia auf dem Pfad einer alten römischen Straße, in die man entlang der messapischen Wehrmauer der Stadt Lubje, der heutigen Stadt Lecce, gelangte. Die Fassade ist schlicht und wird im oberen Stock von einigen Siegesinsignen mit Pflanzenornamentik an den fernsten Seiten verschönert. Unter den bezaubernden Räumen des gesamten Adelssitzes ist die sogenannte Einstiegegalerie. Dekorativ sehr interessant ist das große Kreuzganggewölbe. An den Ecken der Gewölbe werden geflügelte Tiere mit großen Trophäen mit Pflanzen und Obstornamentik dargestellt. Vier Paare stilisierter Sphinxen thronen in der Mitte jeder Mauer. Auf der oberen Seite gibt es zwei Rundbilder mit weiblichen Figuren, die mit dem Ball spielen und tanzen. Ein anderer sehr interessanter Saal liegt neben der Galerie. Er ist auch sehr faszinierend und hat dieselben ikonografischen Motive der Galerie mit wenigen, aber bedeutungsvollen Deko-Varianten.